Heute probieren wir mal unser Glück auf Barbe. Und mit ganz viel Glück geht sogar die Albino-Barbe rein. Also probieren wir doch mal wieder hier an der Stelle am Bärensee, die auch letzte Woche noch ganz gut funktioniert hat. Beim Wettangeln auf Barbe sind die ersten schönen Barben hier auch reingegangen und das sogar mit relativ leichten, einfachen Ködern, die eigentlich jeder herstellen kann, kaufen kann, verwenden kann. Also nichts Besonderes, sondern ganz simple Köder mit ganz simpler Futtermische und mit ganz leichtem Setup. Schauen wir uns gleich alles schön im Detail an, wie man hier auf die Barbe angelt, welche Futtermische man verwenden kann. Ich würde sagen, ich stelle vielleicht sogar drei verschiedene Futtermischen her, aber letzten Endes reicht auch die Original-Standard-Futtermische, denn auch die habe ich jetzt gerade drauf. Ohne viel Schnickschnack, einfach nur Original-Barbenmische schon mal rauswerfen und dann gucken, was hier passiert. Das geübte Auge sieht wahrscheinlich schon, okay, Royal Winkelpicker, also ich bin hier mit relativ feinem Setup unterwegs, nur mit den Winkelpickern, nur mit den 3000er Rollen sozusagen und dementsprechend eben auch mit einem Light Setup jetzt gerade hier. So, mal ein bisschen anstraffen. Ja, wir haben gerade die Abendstunden. Das heißt, jetzt so langsam geht nochmal so eine Barbenphase los. Man merkt es recht deutlich. Die Barbe hat wirklich so Zeiten, Abend- und Morgenstunden richtig aktiv oder deutlich aktiver. Na klar, es können auch immer wieder am Tag oder mal zwischendurch in der Nacht mal so eine Barbe reingehen. Aber Morgenstunden, Abendstunden deutlich aktiver. Und dementsprechend sollte man dann um diese Uhrzeit den Spot gut angefüttert haben. Ja, und startklar sein. Am Spot sein, Futtermische muss drin sein und dann geht das Ganze auch los. Ich bin jetzt selbst gerade erst drei Minuten hier am Spot oder sagen wir mal fünf Minuten, alles zusammengebaut, ausgeworfen und es geht auch schon direkt los. Von der Position her altbekannt, also eine der wichtigen Positionen, einer der drei wichtigen Spots am Bärensee. Wenn du die noch nicht kennst, vielleicht mal am besten das Karpfenangel Tutorial, also die Basisinformation zu allen Fragen rund ums Karpfenangeln reinziehen. Ist ein langes Video, aber Karpfenangeln ist auch ein komplexes Thema. Also da vielleicht mal reingucken, wenn du noch Fragen hast und noch nicht alles weißt zum Karpfenangeln. Von der Entfernung her ganz klassisch eben wie immer hier auf 17 Meter, liegt am Untergrund. Auch das wird im Tutorial deutlich nochmal erklärt, warum das wichtig ist, denn wir haben unser Setup eben so zusammengebaut, dass es eben passend ist. 55-31 befindet sich hier unten auf der Map. Also das ist eben einer der wichtigen Spots. Und dann eben 17 Meter weit raus, dass wir da in dem passenden Untergrund auch landen. Ja, vom Setup her ist es so zusammengebaut, dass ich hier relativ fein, wie gerade schon gesagt, unterwegs bin. Also nur mit den Winkelpicker-Routen jetzt hier unterwegs auf 13 Kilo. Sehr, sehr, sehr dünn. Ich könnte natürlich noch ein bisschen dicker reingehen, aber wichtig ist hier, dass wir auch ausreichend Schnur haben. Um noch vielleicht ein bisschen sicherer zu gehen und du bist vielleicht mit einem größeren Setup hier an dem Spot, einfach mit der Fortuna Carp und mit der HSV zum Beispiel. Also wenn man hier mit rund 200 Meter Schnur steht, ist das Ganze deutlich entspannter. Hier muss ich jetzt tatsächlich drauf achten, sobald ein größerer Fisch reingeht, muss ich schon ins Laufen kommen. Ja. Aber bei den kleinen Fischen passiert natürlich nichts. Auf Weizenkorn. Naja, immerhin doch nochmal eine kleine Barbe. Aber es ist auch noch nicht so wirklich viel Futter am Spot. Da geht noch ein bisschen mehr. So, also vom Setup her jetzt hier gerade relativ fein. 13 Kilo, 13 Kilo Vorfach auch nur. 1-0er Haken. Also da doch deutlich größer. Und meine letzten Barben-Trophies an dem Gewässer waren beide auf Naturköder, das heißt einfach nur auf dem Tauwurm, beziehungsweise beim anderen Mal auf dem Weizenkorn. Und das sind eben auch ganz wichtige Basisköder, die man immer wieder verwenden sollte, wenn man die Barbe sucht. Gerade wenn man nicht das ganze komplizierte Theater mit den Boilies machen will, einfach nur diese Köder verwenden. Zusätzlich natürlich auch noch den Käsewürfel. Auch das funktioniert immer hervorragend.
kleines Risiko oder etwas mehr Risiko, denn hier beim Käsewürfel können durchaus auch dicke Karpfen reingehen. Bei den anderen, beim Weizenkorn eher weniger, beim Tauwurm ja, kann auch schon mal passieren. Aber es ist alles in allem relativ gering. Also ich hatte es gestern hier auch nochmal wieder probiert und es war ganz okay. Ohne Futtermische allerdings, einfach so basic rausgeworfen, über eine halbe Stunde. Auch ohne Futtermische ging hier schon Barben rein, allerdings durchschnittlich relativ klein. Und wenn man dann doch irgendwann mal ein paar dicke Barben haben will, dann müsste man vielleicht das Original-Barbenfutter auch noch mal ein bisschen modifizieren. Also dann irgendwann gucken, welcher dieser drei Köder hat am besten funktioniert und dann die Futtermische nach dem best funktionierenden Köder bauen. Wir gucken mal eben kurz rein. Barbe Original, hier ist sie. Also das ist das Standard. Das ist Standard-Barbenmische mit Lehm da drin, dass das alles schön auf dem Grund liegen bleibt, ein bisschen kompakter bleibt, aber auch noch eine längere Wirkdauer hat durch den Lehm. Und dann haben wir ja noch zwei Slots frei und dementsprechend baue ich das mal eben nach und dann können wir hier ein bisschen Variation reinbringen. Ja, also das ist jetzt hier die Basismische in der freien Version. Also jetzt können wir hier frei variieren und nicht die Vorgabe und dementsprechend variieren wir hier natürlich noch zwei Komponenten dazu, je nachdem welcher Köder am besten funktioniert. Oder wir sagen, okay, wir mischen einfach pauschal die Komponenten rein, die funktionieren. Also es gibt zusätzlich zu den Ködern, die wir jetzt haben, ja noch die gehackten Würmer. Also gehackte Würmer, durchaus eine Option. Dann haben wir das schon mal, wenn der Tauwurm sehr gut funktioniert. Oder wir nehmen die Weizenkörner mit rein. Auch das gibt es. Also Weizenkörner hier ein bisschen tricky oder ein bisschen vorsichtig vielleicht sein, denn das Ganze ist ziemlich teuer. Weizenkörner, sehr, sehr teuer am Windenbach zu kaufen bei den Bauern. Braucht man oder kann man gut verwenden, um daraus dann eigentlich aus so einem ganzen Päckchen eigentlich mehrere hundert Köder zu machen. Wenn man das jetzt so natürlich verwendet, ist das eine sehr teure Komponente, aber man kriegt ja auch die Fische wieder raus. Also durchaus eben eine Option, das zu nehmen. Wenn das zu teuer ist, vielleicht dann hier einfach auf Käse gehen. Käse, entweder der einfache Schmelzkäse-Snack, den gibt es überall im Supermarkt, oder eben hier den Käse vom Kuori, von der Molkerei. Daraus macht man dann ja auch die Käsewürfel, also auch das wäre dann der hochwertige sozusagen. Und ich glaube, ich verwende diesmal diesen hier, das so in Kombination, und dann hat man das alles zusammen. Oder wie gesagt, man macht es einzeln. Wenn eine Komponente sehr gut funktioniert, lässt man quasi entweder unten frei. Oder man macht zusätzlich nochmal hier diese Sonnenblumen-Feed-Pellets mit rein. Das ist ja quasi die Basis. Und wenn man die Basis einfach nochmal mit reinmacht, ist das in der Regel auch gar nicht so verkehrt. Aber so eine Kombination eben auch hier nochmal mit dem Käse sollte ganz gut funktionieren. Und jetzt machen wir das hier mal als Barbe-, Wurm- und Käsemische anfertigen. Und das Praktische ist ja, ich bin ja hier nur mit Fieder unterwegs. Nur mit den Fiedern unterwegs und das bedeutet, wir können hier natürlich jetzt gleich diese Bällchen einfach direkt in den Futterkorb geben und auswerfen und sind dann hier schön basic unterwegs. Gucken wir nochmal eben rein hier. Da unten ist sie, Wurm und Käse. Und ihr seht auch, ich habe hier eine Barbe Käse. Ich habe hier eine Barbe mit Wurm speziell. Hier ist auch schon mal Barbe Käse nochmal mit drin. Hier war dann der Schmelzkäse-Snack mit drin und so weiter. Also es gibt viele Variationsmöglichkeiten. Jetzt haben wir die hier mit drinne auf dem Käse, wieder raus hier auf die 17 Meter. Perfekt. Und jetzt heißt es natürlich, ja gerade in der Nacht, ein bisschen warten. Da wird wahrscheinlich nicht so ganz viel reingehen. Vielleicht geht nochmal eine Brasse rein oder sowas. Aber dann in den Morgenstunden im Idealfall ballern auch wieder die Barben rein. Tja, so viel dazu. Kurze Info zum Barbenangeln am Bärensee. Kann man auch machen, wie gesagt, mit kleinem Setup. Man muss also nicht immer mit super fettem Setup hier am Bärensee angeln gehen. Aber wichtig, ausreichend Schnur. Um ein bisschen sicher zu gehen, ungefähr um die 200 Meter Schnur. Denn das Gefährliche ist, wenn hier ein Fisch reinbeißt und er haut nach hierhin ab, haben wir zusätzlich nochmal diesen Haken hier. Und wir müssen nochmal mehr Schnur rausziehen.
Und die Entfernung hier sind, glaube ich, schon so um die 130 Meter. Und wenn ich jetzt hier nur 150 Meter Schnur drauf habe und der ist vielleicht sogar hier hinten schon und der zieht dann hierhin schon ab und ich laufe zu spät los, plus diesen Weg hier, den ich noch laufen muss, dann sind die 160 Meter Schnur, die ich drauf habe, ratzfatz runter. Also 200 Meter plus ist auf jeden Fall die sichere Methode, hier zu angeln. Hier hinten in dem Bereich alles komplett safe, um die 120, 130 Meter, das ist alles problemlos. Aber diese Ecke hier ist immer wieder gefährlich, wenn man hier zu wenig Schnur hat. So viel dazu. Petri Ölemils, wie gesagt, nochmal in die Tutorials gucken, wenn ihr beim Karpfen und Grundangeln noch nicht so fit seid. Gerade das Tutorial, was ich am Anfang verlinkt habe, super essentiell für die ganzen Basics, wie Spots funktionieren, was Futtermische für eine Wirkung hat. Da wird einfach komplett alles erklärt. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream, montags, mittwochs und freitags, 19 Uhr, Petri.